Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Beschlag. Ich habe noch keine Ahnung von wem. Ja, ich sehe das zum ersten Mal. Also hier ist was weggebrochen. Und ich glaube, die Nuss ist gebrochen, so wie das hier aussieht. Oh. So, machen wir mal eben ein Teil rein und gucken, was passiert. Passiert gar nichts mehr. Okay. Ist auch irgendwas weg. Ja. So, dann machen wir das mal eben auf. Das heißt, die Nieten hier weg und dann sollte das Ding hier rausgehen, hoffe ich doch. Ja, und das geht ja gar nicht, weil das ja überall zu ist. Und dann hoffe ich mal, dass das da nicht so drin kaputt ist, wobei mir die Nuss hier. Das ist nicht mal eben so gemacht. Okay, dann wollen wir jetzt mal eben reinschauen, was da drinnen los ist. Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht, die Nieten hier rausgenommen. Und jetzt gucken, ob man das öffnen kann. Es müsste ja so sein, weil es ist ja eigentlich logisch, denn der Kasten ist ja hier komplett zu. Wenn der Kasten zu ist und wir haben hier eine andere Farbe, muss das ja da irgendwie reingekommen sein. Also muss das hier auch wieder raus. So, hier haben wir das ganze Teil. Ja, hier ist das Gegenstück da drin. Okay, das holt man so raus. Dann war das Ganze hier praktisch schon verbaut. Hier ist sogar der Bolzen. Ja, und jetzt ist die Frage, hatte schon mal sowas. Gut, das ist eine längere Aufgabe. Das hier ist gebrochen. Ich könnte theoretisch da eine Hülse reinbauen. Könnte das einmal komplett nachbauen oder ich könnte eine Hülse reinbauen. Eine Hülse reinbauen. Mal gucken. Ich will mal was schauen. Eine Hülse reinbauen, wo das kleiner ist. Wo ich das miteinander verbinden kann. Oder ich baue das ganze Ding nach. Oh, das wird mal wieder eine Aufgabe. Okay, halte ich mal eben Rücksprache mit dem Kunden. Bauen wir das Ding nach. Rücksprache mit dem Kunden halten. Okay, alles klar. So, kriege ich in den Griff. Mal gucken, was der Kunde sagt und dann, aber es ist ein größerer Aufwand und das ist nicht mal eben mit 50 € gemacht, sage ich jetzt mal so. Alles klar, ich rufe den Kunden an. Und danach mal gucken, ob wir das denn komplett heile kriegen.